11 unglaubliche Verbote für Frauen in Saudi-Arabien. Von der Entscheidung für einen Ehemann bis hin zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, viele Alltagsdinge, die für uns völlig selbstverständlich sind, sind den Frauen in Saudi-Arabien verboten. Im Gender Gap Report des World Economic Forums von 2017 liegt das Land auf Platz 138 von 144 und ist damit einer der Orte auf der Welt, an denen es Frauen und Gleichberechtigung am schwersten haben. Aber ist es dort wirklich so schlimm? Welche verbreiteten Klischees sind wahr und welche ein Mythos? Dieses Video stellt die Dinge richtig. Nummer 11. Sie können ohne männliche Begleitung nirgendwo hingehen. Frauen in Saudi-Arabien dürfen nirgendwo hingehen ohne ihren Ehemann oder einen männlichen Verwandten. Dieser männliche Begleiter wird Mahram genannt. Und ohne seine Zustimmung kann eine Frau neben anderen Dingen keinen Reisepass bekommen und nicht ins Ausland reisen. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Frauenrechtlerinnen und Aktivisten brauchen saudische Frauen seit 2017 nicht mehr die Erlaubnis ihres männlichen Vormunds, um zu studieren, sich einen Job zu suchen oder sich operieren zu lassen. Aber falls eine Frau zur Polizei gehen muss, muss ein Mahram anwesend sein, um für sie zu sprechen. In diesem Fall hat sie keine Möglichkeit, irgendetwas gegen ihren Mahram zu sagen, falls sie sich über ihn beschweren möchte. Es gab einige Proteste gegen dieses Gesetz, doch alles in allem verteidigen die meisten Frauen in Saudi-Arabien ihr Recht, unter der Vormundschaft eines Mannes zu stehen. Nummer 10. Bis vor kurzem durften sie nicht Auto fahren. In jüngster Zeit gab es eine Reihe neuer Gesetze zur Befreiung der Frauen in den Golfstaaten. Im September 2017 kündigte der saudische König eine bedeutende Gesetzesänderung an, nach der Frauen seit Juni 2018 Auto fahren dürfen. Allerdings braucht eine Frau dafür noch immer das Einverständnis ihres Vormunds. Aber jahrzehntelange Proteste gegen dieses Verbot, die bis auf das Jahr 1990 zurückgehen, scheinen sich endlich rentiert zu haben. Nummer 9. Sie dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Okay, wenn man nicht fahren kann, gibt es noch immer die öffentlichen Verkehrsmittel, richtig? Falsch, zumindest für saudische Frauen. Mit dem Zug zu fahren ist nur in der Hauptstadt Riad erlaubt, aber Frauen müssen in einem separaten Waggon am Ende des Zuges sitzen. Was Busgesellschaften angeht, die meisten weigern sich, weibliche Fahrgäste mitzunehmen. Deshalb müssen Frauen in Saudi-Arabien entweder laufen oder einen eigenen Fahrer nutzen. In manchen Regionen gilt es als unmoralisch, wenn eine Frau ohne ihren Vormund in ein Taxi steigt. Nummer 8. Sie müssen vollständig bedeckt sein. In der Öffentlichkeit bedecken Frauen in Saudi-Arabien ihren kompletten Körper, mit der Ausnahme von Gesicht, Händen und Füßen. Eine schwarze Abaya, ein langes Kleid mit Ärmeln und ein Hijab, eine Verschleierung, sind die einzigen Kleidungsstücke, die eine Frau tragen kann. Sie sollten aus dickem Stoff bestehen und sackartig sein, damit sie die weiblichen Formen nicht betonen. Wie strikt diese Regel ist, hängt von der Region ab. Jeddah ist beispielsweise eine liberalere Stadt, während die Region Najd extrem konservativ ist. In manchen Teilen müssen Frauen noch immer einen Niqab tragen. Einen speziellen Schleier, der das ganze Gesicht bedeckt und nur einen Schlitz für die Augen hat. Der Kronprinz von Saudi-Arabien behauptet, dass Frauen das Recht haben, sich dieser Kleiderordnung zu verweigern. Trotzdem, wenn eine Frau vergewaltigt wird, kann sie schuldig gesprochen werden, wenn ihre Kleider zu viel enthüllt haben. Nummer 7. Eine akademische Bildung, auch wenn erlaubt, ist nicht nötig. Frauen haben das Recht auf eine Hochschulbildung, aber es gibt viele Einschränkungen. Während es in Saudi-Arabien prozentual mehr Frauen als Männer mit akademischem Grad gibt, ist die Ausbildung an Universitäten für Frauen alles andere als hochwertig. Mit der Erlaubnis ihres Vormunds kann eine Frau im Ausland studieren. Doch auch das ist eine Herausforderung, da Frauen schwerer Stipendien bekommen. Die meisten saudischen Frauen studieren ein wissenschaftliches Fach, aber üblicherweise arbeiten sie nach dem Studium nicht. Nummer 6. Nicht viele von ihnen arbeiten, doch das ändert sich schnell. Während 2011 nur 12% der Frauen im privaten Sektor arbeiteten, ist die Zahl heute auf 30% gestiegen. Das ist ein Anstieg von fast 130%. Darüber hinaus plant die Regierung, den Frauenanteil in der arbeitenden Bevölkerung bis 2020 auf 28% zu erhöhen. Allerdings ist die Vielfalt der beruflichen Wege für Frauen noch immer beschränkt. Frauen können Ärztinnen, Krankenschwestern und Erzieherinnen werden. Politikerinnen und Anwältinnen sind seltene Ausnahmen. Es ist für Frauen um vieles schwerer, eine Karriere zu starten, da sie weniger Geld verdienen und keine Zusatzleistung wie eine Krankenversicherung bekommen. Wenn ein Arbeitgeber eine Frau einstellen möchte, muss er viel Geld in separate Büros, Toiletten, Ruheräume und sogar Eingänge investieren. Du kannst dir sicher denken, dass nicht viele Firmen dazu bereit sind. Nummer 5. Heiraten saudische Frauen aus Liebe?
Familiäre Beziehungen in Saudi-Arabien sind eines der meistdiskutierten Themen. Die Sache ist die, dass Mädchen in einem sehr jungen Alter verheiratet werden, oft noch vor der Pubertät. Die Regierung empfiehlt ein Heiratsalter von 15 Jahren, aber auch ein jüngeres gilt als zulässig. Es gibt allerdings Vorschläge, eine Heirat von minderjährigen Mädchen nur mit sowohl ihrer Zustimmung als auch der ihrer Mütter zuzulassen. Ansonsten können Situationen auftreten wie im Jahr 2010, als die saudische Menschenrechtskommission einem 12-jährigen Mädchen half, einen Anwalt zu engagieren, der die Scheidung von ihrem 80-jährigen Ehemann ermöglichte. Zwangsehen sind offiziell verboten, aber ein Vertrag zwischen dem zukünftigen Ehemann und dem Vater einer Braut ist noch immer nötig. Möchte eine Frau aus Liebe heiraten, braucht sie die Erlaubnis ihres Vormunds. Und falls ihr Liebster Ausländer ist, muss das Innenministerium seine Zustimmung erteilen. Jemanden zu heiraten, der kein Muslim ist, ist allerdings so gut wie unmöglich. Nummer 4. Sie öffnen niemals die Tür. Die meisten Häuser in Saudi-Arabien haben zwei Eingänge. Einen für Männer und einen für Frauen. Frauen können Zeit mit ihren Freundinnen verbringen, aber nur in ihrer Hälfte des Hauses. Männliche Gäste dürfen nur die andere Haushälfte besuchen, wo Frauen verboten sind. Wenn eine Frau mit ihrem Mann sprechen will, kann sie ihn anrufen. Nummer 3. Jungs gehen rechts, Mädchen gehen links. In Saudi-Arabien ist die Geschlechtertrennung gesund und munter. Der Gedanke ist es, Frauen vom Kontakt zu fremden Männern abzuhalten. Das bedeutet, dass die Gesellschaft nicht nur zu Hause in Männer und Frauen gespalten ist, auch an öffentlichen Plätzen wie dem Strand, öffentlichen Verkehrsmitteln und besonders Restaurants, da Frauen ihren Schleier entfernen müssen, um zu essen. An den meisten öffentlichen Orten gibt es abgetrennte Räume für Familien, Junggesellen und unverheiratete Frauen. Da westliche Firmen wie Pizza Hut, McDonald's und Starbucks keine Kundschaft verlieren wollen, befolgen sie in ihren saudischen Zweigstellen diese Regeln. Dafür bekommen sie viel Kritik von der liberalen Bevölkerung. Im Jahr 2016 gab es einen großen Streit, als ein Starbucks in Riad renoviert wurde und die Wand zwischen männlicher und weiblicher Hälfte des Restaurants eingerissen werden musste. Frauen durften in dieser Zeit das Café natürlich nicht betreten und wurden gebeten, ihre Fahrer ihre Bestellung abholen zu lassen. Es gibt Orte im Land, an denen die Geschlechterteilung nicht so strikt ist, wie Krankenhäuser und Banken. Nummer 2. Es gibt keine Gleichberechtigung. Das Wort einer saudischen Frau ist nur halb so viel wert wie das eines Mannes. Allein um eine gerichtliche Klage einreichen zu können, brauchen Frauen 6 männliche Zeugen. Und das Urteil kann von Stammestraditionen abhängig sein, nicht vom Gesetz. Ein Kind kann niemals Bürger bzw. Bürgerin von Saudi-Arabien werden, wenn sein Vater Ausländer ist. Männer bekommen doppelt so viel bei Erbschaften wie Frauen, die in ländlichen Gegenden für gewöhnlich völlig aus der Liste der Erben gestrichen werden. Nummer 1. Sport ist für Jungs. Bis 2012 durften die saudischen Frauen ihr Land nicht bei den Olympischen Spielen repräsentieren. Die Regierung erlaubte das erst unter Druck des Internationalen Olympischen Komitees. Und noch immer ist es für Frauen nicht einfach, hier eine Sportkarriere zu starten. Es ist nicht nur sowohl von Regierung als auch Gesellschaft verpönt. Frauen haben auch keinen Zugang zu Sportstipendien oder besonderem Training. Außerdem dürfen sie keinerlei Sportausrüstung verwenden. Bonus: Was, wenn eine Frau die Regeln bricht? Bricht eine Frau das Gesetz oder stellt sich gegen die Bräuche in Saudi-Arabien, wird sie bestraft. Meistens hart. Die Religionspolizei kann eine Frau bereits für ein Gespräch mit einem fremden Mann oder für das Tragen von Kleidung, die nicht aus dickem Stoff besteht, bestrafen. Zu den leichtesten Bestrafungen gehören Peitschenhiebe. Je nach Region gibt es Fälle, bei denen Frauen brutal umgebracht wurden. Selbst solche, die keine saudischen Staatsbürgerinnen waren, sondern nur Gäste in diesem Land. Eine Entlassung aus dem Gefängnis ist nur auf Anfrage eines männlichen Vormunds möglich. Der kann aber auch eine härtere Strafe verlangen. In diesem Fall bleibt eine Frau sehr lange Zeit im Gefängnis. Es ist erwähnenswert, dass die Frauen in Saudi-Arabien, der Kritik der ganzen Welt an der schweren Ungleichberechtigung in dem Land zum Trotz, ganz normal ihrem Alltag nachgehen und viele von ihnen nicht wirklich etwas verändern wollen. Was hältst du von all diesen Verboten für Frauen in Saudi-Arabien? Verrate uns deine Meinung in den Kommentaren. Vergiss nicht, auf Abonnieren zu klicken, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.